So, herzlich willkommen zum heutigen Unity Global GoPro Car. Okay, heute geht es um das Thema Social Media. Wir haben Sonntag 12 Uhr, besser gesagt 5 nach 12, bereits knapp 150 Teilnehmer drin. Heute geht es darum, wie gesagt, im ersten Teil eine kurze Introduction ins Thema Social Media. Im zweiten Teil haben wir einen ganz besonderen Special Guest da, wo euch erzählen wird, wie man über Social Media, Instagram und Facebook Kunden aufbauen kann und sich schon nur so ein gutes Nebeneinkommen aufbauen kann. Und dann im letzten Teil geht es darum, den Partneraufbau, okay, zu rekrutieren. Es geht auch darum, wie kannst du Beziehungen aufbauen und vor allem auch Mehrwert zu geben über Social Media und vor allem auch ein bisschen die Do's and Don'ts über Social Media. Für die, die mich noch nicht so gut kennen, ich weiß ja nicht, wer alles heute in diesem Live oder in diesem Webinar online ist. Ich bin jetzt seit knapp 7 Jahren, im Juli sind es 7 Jahre im Network Marketing tätig und ich arbeite eigentlich erst seit 3 Jahren wirklich intensiv mit Social Media. Und ich bin jetzt seit Dezember 2017 bei Jeunesse mit Unity Global und ich habe jetzt durch Social Media auch in den letzten 2 Jahren, also nicht nur durch Social Media, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren ein bisschen mehr als 120 persönliche Geschäftspartner gesponsert. Und was ich aber ehrlich sagen muss, über 90% ist durch Social Media. Okay, da sind mega Freundschaften entstanden, mega Partnerschaften entstanden, auch mega Umsätze entstanden. Und das dank Social Media und mit der richtigen Benutzung von Social Media. Weil wie gesagt, da kann man vieles falsch machen, auch vieles richtig machen. Und heute geht es ein bisschen um das Thema. Bevor wir aber auf Social Media gekommen sind, ich will zuerst mal hören, wer will ein paar verrückte Geschichten hören von Kas und mir? Einfach mal ja in den Chat reinschreiben und dann bekommt ihr natürlich ein paar crazy Geschichten und natürlich auch ein paar Geschichten, wie man es nicht machen sollte und wie ihr vor allem extrem viel Zeit sparen könnt. Okay, ich sehe ja. Alright. Perfekt. Als Kas und ich mit Network Marketing begonnen haben, und das soll jetzt nicht allzu lange gehen, er hat ein Büro gemietet. Wir haben da eine Präsentation nach der anderen gemacht. Wir haben ein paar Partner registriert und irgendwann sind wir an einen Punkt gekommen, wo es nicht mehr gewachsen ist. Okay? Wir hatten keine Ahnung, was Duplikation ist und wir mussten neue Menschen kennenlernen. Weil unser größtes Problem am Anfang war es, aus diesem kaputten Netzwerk, wo wir, also kaputt in Anführungs- und Schlusszeichen, ich war 21 Jahre jung, Kas war 23 Jahre jung damals. Und für uns war es das Schwerste, neue Menschen kennenzulernen. Und fragt mich jetzt bitte nicht, wieso wir als junge Menschen auf die Idee gekommen sind, Social Media zu nutzen. Wir haben alles andere probiert, außer Social Media. Es hat angefangen mit Inserate zu stellen, okay? Es hat angefangen mit Post-its zu verteilen in der ganzen Stadt Zürich, wenn nicht in der ganzen Schweiz. Und völlig weird, guys. Wir haben Post-its gemacht. Bitte macht das nicht, okay? Das soll wirklich ein Learning sein. Wir haben Post-its gemacht und auf diesem Post-it stand so Nebenberuf von zu Hause aus 2.500 die Woche verdienen. Und damit unsere Telefonnummer. Und dann sind wir wie die Verrückten durch ganz Zürich gelatscht. Wir haben Bankautomate vollgeklatscht, weil wir dachten, okay, da Menschen müssen ja Geld abheben und dann sehen sie das. Wir haben Züge vollgeklatscht, Autos vollgeklatscht. Also wirklich, wir waren überall unterwegs. Und von irgendwie 5.000 Post-its verteilen, hat sich eine Person gemeldet bei mir und die hat wirklich gedacht, dass wenn sie meine Wohnung putzt, sie 2.500 Dollar die Woche verdienen kann. Und da haben wir gemerkt, so, okay, das funktioniert nicht. Und dann sind wir auf die grandiose Idee gekommen, auch Telefonbücher runter zu telefonieren. Natürlich hat sich da niemand gemeldet. Wir haben sogar, ich weiß noch, ich war so verzweifelt, weil sich wirklich niemand gemeldet hat. Niemand hat das Telefon abgenommen. Und dann war ich, für die, die in Stuttgart waren, beim Summer Event, die Candy Story. Ich bin dann auf die verrückte Idee gekommen und ich habe irgendetwas gesucht, irgendetwas erfunden quasi, wo ich auf den Telefonbeantworter sprechen kann, was die Menschen so reizt, dass sie wieder zurückrufen. Und Kas und mir ist nichts Besseres in den Sinn gekommen, als den Menschen auf den Beantworter zu sprechen, hey, Herr oder liebe Frau, sowieso, es geht um Ihr Bankkonto, es ist dringend, bitte rufen Sie mich so schnell wie möglich zurück. Völlig wild. Also ein Wunder, dass nie die Polizei vor der Hütte stand, wirklich.
Es haben sich so viele Menschen gemeldet. Das Telefon hat die ganze Zeit geklingelt. Wir haben abgenommen und gesagt, hey, Liebe, sowieso und so. Es geht mit Ihrem Bankkonto, ist alles okay. Wie würde es für Sie sein, wenn Sie ein paar mehr Nullen auf dem Konto hätten? Und dann natürlich hat jeder aufgelegt. Ein paar haben uns beleidigt, kann man den Menschen nicht übel nehmen. Wir haben so ziemlich alles abbekommen, was man abbekommen kann. Und ja, tut das wirklich auf keinen Fall. Wird nicht funktionieren. Das andere ist, und dann dachten wir so, hey, cool, Königsdisziplin, Menschen auf der Straße ansprechen. Und das war für mich, also für Kas und mich, so ziemlich das Schwerste. Vor allem, ich bin nicht jetzt unbedingt ein hundertprozentiger introvertierter Mensch. Ich bin schon ziemlich introvertiert und wenn ich Menschen kenne, dann komme ich aus mir heraus. Aber für mich, Menschen auf der Straße anzusprechen, das war das Schlimmste ever. Das war das Schlimmste ever, okay? Wir hatten das 3 Monate lang gemacht und ich bin immer ihn nach der Arbeit abholen gegangen und dann haben wir Menschen auf der Straße angesprochen und Jean-Pierre Seemann schreibt, geil, Leute auf der Straße ansprechen. Vielleicht gibt es Menschen, die mögen es gibt Menschen, die mögen es vielleicht weniger. Ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst und ich habe mich wirklich am Morgen gefragt, ist das Network? Ist das Network Marketing? Weil es hat null Spaß gemacht. Es hat wirklich null Spaß gemacht. Wir haben Energie vergeudet, wir haben Zeit vergeudet. Und klar, ich meine, vergeudet ist vielleicht das falsche Wort. Ich weiß jetzt wenigstens, wie man Menschen auf der Straße ansprechen kann. Und ich habe sogar auch Menschen rekrutiert, wo ich auf der Straße angesprochen habe. Aber das hat mich ausgelaugt. Das hat mir Energie rausgenommen und das ist einfach nicht meins. Genau, jeder muss seine eigene Strategie finden. Wenn du jetzt, ich sage nicht, auf der Straße Menschen anzusprechen, funktioniert nicht. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut, wenn man es kann und wenn man es kennt und wenn man es auch professionell anwendet. Nur finde ich, ist das nicht unbedingt eine Möglichkeit, die sich dupliziert. Weil im Network Marketing ist ja, ihr kennt alle den Spruch, es kommt nicht darauf an, was funktioniert, es kommt darauf an, was sich dupliziert, okay? Und wir haben dann über Social Media angefangen zu arbeiten. Wir haben viel Geld investiert in Kurse von Menschen, die zum Teil 8-stellig verdient haben im Network, die Kurse verkauft haben, die auch mit Eric Worre auf der Bühne stehen. Ich sage euch dann auch die Namen, wenn ihr euch auf Social Media gratis Informationen von ihm reinziehen wollt. Und das hat mir geholfen, in den letzten 2 Jahren jetzt ein Team aufzubauen von weitaus mehr als 1000 Personen verteilt in 20 Ländern und konnte selber über 120 Personen rekrutieren, also registrieren, als Partner gewinnen und das durch Social Media. Und die Person, die ich jetzt freischalten möchte, ich habe sie kennengelernt bei Unity Global natürlich, okay? Und wir hatten am Anfang nie wirklich groß Kontakt, okay? Wir haben uns gesehen auf den Events, aber nie wirklich gesprochen. Und als wir dann am Bootcamp waren, letztes Jahr in Dubai, kam es zu ein paar Wörtern hin und her und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, hey, diese Dame ist wirklich sympathisch. Und vor allem hat sie mir dann erklärt, was sie so verdient, schon nur mit Kunden finden, was so ihre Monate waren und wie sie das Ganze aufgebaut hat über Social Media. Und so wie sie es macht, machen es bei uns mittlerweile alle Ladies, die über Social Media arbeiten. Und ich dachte mir einfach, hey, diese Dame wird manchmal, habe ich das Gefühl, so unterschätzt. Die hat so einen riesen Mehrwert zu geben. Die hat so ein riesen Wissen. Ist gerade letzten Monat Brand New Sapphire Elite geworden. Herzliche Gratulation an dieser Stelle an dich und eine mega Leistung, okay? Und sie hat Wissen, was sie unbedingt mit euch teilen will. Und ich dachte halt einfach, es gibt keine bessere, da kam der Schweizer in mir raus, es gibt keine bessere, als euch zu erzählen, wie man über Social Media Kunden finden kann. Ich muss jetzt nur kurz suchen hier in der Panelist und wir haben sie auch schon gefunden. Danke vielmals, sie hat die Hand gehoben. So, es sollte funktionieren, du solltest jetzt da sein. Alright, und natürlich geht es um die Isabelle. Brand new Sapphire Elite. Isabelle, kannst du mich hören? Man hört dich nicht. Ich probiere mal den Videostart bei dir zu beantragen. Okay. Irgendwie sollte das nicht so funktionieren. Passwort. Es fragt nach einem Passwort. Wir haben doch kein Passwort da.
Wenn jemand weiß, wo man das Passwort finden kann hier bei Zoom, bitte einfach kurz in den Chat reinschreiben, damit man weiß und damit ich weiß, wo man das findet. Die Isa schreibt mir gerade. Ein bisschen Geduld ist jetzt gefragt. Wir sind gleich bei euch. Wieso fragt es nach einem Passwort? Es ist der Unity Global Account. Ja, voll, schreib mal rein. 1, 2, 3, 4, 5. Oben links auf Info. Zoom-Webinar. Keine Ahnung, Leute. Aktuelle Version ist drauf, aber Video nicht. 888, kann das sein? Oben links. Ich sehe, oh, ah, da sehe ich Info. Okay, let's check. Vielleicht die Meeting-ID, kann das sein? Teilnehmer-ID, da ist kein Passwort drin. Isa, geh sonst kurz. Da kommt ein Passwort, 2439941. Probier mal das. Das ist das erste Mal, wo es nach einem Passwort fragt. Alright. Das ist aber die, ja, das ist die, nee, das ist nicht die Meeting-ID. Wir sind gleich bei euch, okay? Aber du siehst dich bei dir, Isa, sehe ich auf dem Foto. Muss ich dich als, Moment mal kurz, Host erstellen? Möchten Sie, probier's mal jetzt. Fragt es immer noch nach dem Passwort. New in Zoom that every meeting will require a password. Okay, ich kick dich raus, Isa. Also geh raus und komm noch mal rein. Und dann füge ich dich nochmal hinzu. Gut. Probieren wir das nochmal. So. Isa, du müsstest raus. Du bist bei mir noch drin. Das wird funny, guys. Ich kann leider nicht rappen, ich kann auch nichts vorsingen wie Fabi und Daniel letztes Mal. Ich fühle mit dir, lade eine neue Person ein. Ich kann jetzt die Isa nicht einmal entfernen. Okay, das ist weird. Sie schreibt mir gar nicht. Bin drin. Aber du bist bei mir. Isa. Bin drin. Ja, du bist drin, aber du bist bei mir drin und ich kann dich nicht rauskicken. Okay, let's try it again. Isabel zum Diskussionsteilnehmen befördern. Let's see, ob es funktioniert jetzt. Funktioniert? Yes. Oh. Okay, guys. Wenn jemand Videos schneiden kann, muss er das live unbedingt schneiden, dass diese peinlichen stillen 5 Minuten rausgeschnitten sind für YouTube, okay? Isa, man sieht dich aber noch nicht. Oh nein. Videostart beantragen. Probier's mal. Hast du noch die alte Version von Zoom? Ich habe die neu aktualisiert. Okay. Ja, das hatten Sie vorher schon irgendwie das Problem mit Zoom, dass irgendetwas nicht funktionierte. Aber ja. Man hört. Hört man die Isa? Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, ich sehe ja, wir hören Sie. Alright. Cool, dann hört man dich wenigstens, das ist ja das Wichtigste. Schade, dass wir kein Bild haben, aber das kriegen wir auch schon so hin. Von meiner Seite aus nochmal, Isa, herzliche Gratulation für den Sapphire Elite und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, du musst eigentlich in 11 Minuten schon wieder los. Sorry für die technische Störung gerade. Willst du dich einfach die ersten 2-3 Minuten kurz vorstellen, weil ich weiß nicht, ob dich jeder kennt. Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Isabel Quesada, ich bin 32 Jahre jung, komme aus Magdeburg, habe 3 Jahre lang jetzt in Berlin gelebt, bin ursprünglich aus dem Fitnessbereich und bin über ein Produkt reingerutscht ins Network Marketing, Gott sei Dank, kann ich dazu sagen, war schon immer offen dafür, mit einem Smartphone Geld zu verdienen. Ich wusste aber nie, wie das wirklich geht. Ich dachte mal, man muss sonst was studiert haben oder irgendwas Langweiliges mit Versicherungen machen. Und habe dann praktisch einmal das kennengelernt, was ich jetzt hier gerade mache.
Nice, okay, not bad. Und wie war es bei dir? Ich meine, du bist ja eigentlich, du hast ja auch noch einen Retail Seller Award, also Best Retail Seller Award. Also sie hat von Jeunesse einen Award bekommen für das, wo man am meisten Kunden gefunden hat, okay, meisten Kunden registriert hat und das nicht nur in Deutschland, Schweiz, Österreich, sondern, das habe ich sogar völlig vergessen am Anfang zu sagen, in Europa und Middle East. Und das ist ein fetter virtueller Applaus wert und da können sich viele eine Scheibe davon abschneiden. Jetzt Isabel, wie bist du auf die Idee gekommen, auf Social Media zu arbeiten? Hast du am Anfang auch vieles probiert, wo nicht funktioniert hat und dann auf Social Media? Oder wie ist bei dir der Weg zu Social Media gekommen? Also Leute, ich kann euch sagen, ich habe alles probiert. Also genau solche peinlichen Geschichten, wie Kevin auch erzählt hat, wo ich dachte, nee, das mit den paar Nullen, das hat er nicht wirklich jetzt gebracht. Also das ist echt krass, das hätte ich mich wirklich nicht getraut. Aber ich habe auch viel über Social Media gemacht, versucht. Ich war vorher schon im Social Media aktiv, muss ich dazu sagen. Einige, die auf meine Seite kommen, Instagram, und denken so, krass, die hat 34.000 Follower. Leute, ich kann euch sagen, meine Story gucken maximal 2.000 Menschen an. Warum ist das so? Ich habe damals aktiv an Wettkämpfe teilgenommen, mit RTL ProSieben, aber diese Zielgruppe, die ich damals hatte, die einfach nur Körper sehen wollte, wie ich ein Sixpack damals hatte, die habe ich jetzt nicht mehr, weil ich habe komplett meine Zielgruppe geswitcht. Ich habe mich wirklich darauf fokussiert, Mehrwert zu geben, zum Beispiel Thema heilende Ernährung, Mindset, Business, und habe jetzt eine ganze Zielgruppe. Und deswegen erschreckt euch nicht, wenn ihr da 34.000 seht, es sind wirklich maximal 2.000 Menschen, die aktuell meine Story anschauen. Okay, und wie hast du angefangen, Kunden aufzubauen? Was ist dein Secret? Was ist dein Geheimnis? Schreibst du Menschen an? Postest du Stories, Produkte? Wie arbeitest du da? Also mein Geheimnis ist, ich bin einfach so, wie ich bin. Ich stehe dazu, wie ich jetzt gerade zum Beispiel die Situation mit Corona sehe, wie ich Kindererziehung, also all das, was mich beschäftigt, da rede ich frei Schnauze. Natürlich kommt da das eine oder andere Mal ein bisschen Hate, ne? So einmal im halben Jahr, aber das interessiert mich nicht. Ich bin so, wie ich bin, und ich rede offen darüber, und ich bin kein Fan davon, und da gucke ich auch immer bei meinen ganzen Partnern, wenn du noch nie was gepostet hast, noch nie eine Story gemacht hast und auf einmal alle zuspammst mit den Produkten. Ich habe die Leute einfach mitgenommen in meinen Alltag. Big Brother lief damals nicht umsonst einfach wirklich gut. Die Menschen sind einfach interessiert, wie gestaltest du denn deinen Tag? Und auch wenn ihr euch denkt, das interessiert aber keinen, doch, es interessiert verdammt viele Menschen, was ihr so am Tag mitmacht. Und ich habe die Leute einfach auf meine Reise mitgenommen. Ich habe erzählt, hey, ich habe Neurodermitis, hey, gerade finanziell sieht es bei mir gerade echt nicht gut aus, ich bin gerade auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich habe die einfach komplett mitgenommen auf dieser Reise und nicht so von, okay, jetzt bin ich erfolgreich und das war's, sondern die meisten Leute in meinem Team, die auch gerade mit drin sind, die haben meine Entwicklung mitbekommen. Und durch diese positive Entwicklung haben sie gesagt, hey Isa, sag mal, was ist denn das Network Marketing genau? Was sind denn das für Produkte? Deine Haut sieht ja ganz anders aus. Deine Haare sehen ganz anders aus. Du strahlst ja richtig. Was nimmst du denn bitte, dass du immer so eine Energie hast? Und natürlich bringe ich die Produkte und das Business dann mit rein. Hast du jetzt über Social Media mehr Kunden aufgebaut oder auch Geschäftspartner? Am Anfang komplett mehr Kunden, weil ich das Business nicht verstanden habe. Echt zum Glück war, am Anfang das Business zu verstehen. Also ich bin reingerutscht. Mir hat das keiner erklärt. Ich war einfach nur mega begeistert von den Produkten und habe andere Menschen damit inspiriert. Ich habe gesagt, ey krass, schaut euch mal meine Haare an, meine Haut. Und oh, das ist ein Kollagenbooster, den gibt es nicht so auf dem deutschen Markt. Der ist ständig ausverkauft, Leute. Ich war so froh, dass ich überhaupt 2 Dosen abbekomme. Die reißen mir ja wirklich die Hütte ab. Also ich habe wirklich mit dieser Energie und Begeisterung bin ich nach außen gegangen. Und damit habe ich verdammt viele Kunden aufgebaut. Und was ist mit den Kunden passiert? Die sind genauso wie ich irgendwann zum Partner geworden. Nice. Das ist meiner Meinung nach der simpelste und effektivste Weg, weil wenn ja ein Kunde zu einem Partner wird, weiß er ja schon, dass die Produkte funktionieren. Und ich glaube, Isabel, um mit ihm dann zu starten oder mit ihr dann zu starten, ist einiges einfacher als normal zu rekrutieren. Richtig? Ja, definitiv, weil es ist ja praktisch ein Warmkontakt, ist ja gar nicht mehr so ein Kaltkontakt. Und ich gucke einfach, manchmal vergesse ich das auch, ein Follow-up zu machen, weil es halt wirklich manchmal so viele Menschen, so viele Kunden sind. Und ich gucke, hey, sie hat jetzt schon 2, 3, 4 Mal bestellt, jetzt spreche ich sie doch einfach mal aufs Business an. Sag du, hey, ich sehe, du bist absolut zufrieden mit den Produkten, hast mich auch schon weiterempfohlen. Vielen, vielen Dank, das ist mein Business, somit verdiene ich praktisch meine Brötchen. Aber sag mal,
ganz ehrlich, wäre das nicht für dich auch geil, mit den Produkten Geld zu verdienen, nebenberuflich? Und dann kommst du, dann kommt das Thema auf, ja, Isa, stimmt da, ich wollte dich das sowieso schon mal fragen. Und dann fange ich halt an, die Leute mitzunehmen und dann halt in einem Dreier-Call oder erstmal mit mir alleine zu connecten. Und so habe ich praktisch mein Team mit aufgebaut. Nice, von Kunden zu Partner. Leute, ich hoffe, ihr schreibt alle fleißig mit, weil da kommt extrem guter Content im Moment. Du hast ja gesagt, du postest Resultate und wie gut du die Produkte findest. Und man kann ja Produkte posten oder man kann Produkte posten. Es gibt ja das, man kann ja auch sehr viele Fehler machen. Jetzt für alle, die da live dabei sind und zuschauen, was sind deine Tipps, wenn es darum geht, mit den Produkten über Social Media zu arbeiten? Also am Anfang, bitte zeigt nicht die Produkte in der Kamera. Zeigt nicht, dass es eine Aare heißt, Lumines heißt. Warum? Ich war am Anfang mega enttäuscht, als ich mitbekommen habe, dass irgendwelche Fake-Produkte, abgelaufene Produkte bei Amazon, eBay versteigert werden und war mega sauer darüber, weil ich es halt einfach in dem Moment verraten habe. Wenn ihr euch am Anfang dieses Business aufbaut, ihr müsst erstmal für Kundenstamm sorgen. Das heißt, macht es interessant. Gebt diesen Produkt einen anderen Namen, wie zum Beispiel Kollagenbooster, Wundermittel, Schnell-Haarwuchs-System, einfachen Namen oder Botox to go für Instantly Ageless, sodass die Leute neugierig sind, euch nachfragen. Die sollen nicht Google fragen, die sollen euch persönlich fragen. Und so habe ich es am Anfang gemacht. Jetzt zeige ich mich. Jetzt zeige ich hier eine Aare. Weil zum Beispiel in Magdeburg, in meiner Heimatstadt in Berlin, sagt man, hey, das ist Isa, ihr eine Aare. Das ist Isa, ihr Lumines. Weil die halt wissen, die identifizieren sich mit diesen Produkten mit mir zusammen. Deswegen, ihr seid ja das Produkt des Produktes. Und das kann ich kann euch den Film empfehlen, Selfmade auf Netflix. Also ich bin kein Netflix-Fan, weil das Netflix kostet meistens zu viel Zeit. Aber ich nutze Netflix für Inspiration und Motivation. Und Selfmade ist eine Dame, die erste Selfmade-Millionärin aus Amerika, die mit einem Haarwuchsmittel, weil sie das Produkt des Produktes war, ist sie reicher als Rockefeller geworden in diesem Video, in diesem Film. Das ist der absolute Hammer. Das kostet auch nicht viel Zeit. Ich habe 2 Stunden oder so, habe ich mir die Folgen mit angeschaut. Mega. Und da bin ich echt aufgestanden und habe gesagt, krass, ich muss 2x eine Aare am Tag trinken. Ich muss mir 2x am Tag mit Revier die Haare waschen. Weil ich ihnen halt wirklich gesagt habe, krass, ich will Produkt des Produktes werden. Ein Produkt des Produktes werden. Leute, das ist so wichtig. Es ist wichtig, die Resultate zu kennen und wie man sich dabei fühlt. Und Isa, postest du auch Resultate von deinen Kunden auf Social Media? Ja, ich frage immer, ob ich ein Resultat mit posten kann. Bitte schick mir ein schriftliches Feedback. Ich mache das anonym oder schick mir ein Vorher-Nachher-Bild, dass sie mir damit helfen können. Ich frage, Menschen helfen unwahrscheinlich gerne. Es mag keiner, wenn irgendwas verkauft wird, aber Menschen helfen gerne. Und ich sage dann halt, und manchmal biete ich dann halt auch an, hey, die nächste Maske, die geht auf mich. Und ich würde mich super freuen, wenn du halt einfach dokumentierst, dass du das jeden Sonntag aufbaust. Und am Anfang habe ich alle, also ich habe auch viel zum EK verkauft, muss ich sagen. Mag der eine gut finden, der andere nicht. Ich finde es gut, weil ich musste mir erstmal einen Kundenstamm aufbauen, weil ich bin damals nach Berlin gezogen, war 3 Jahre hier, ich kannte keine Sau. Mhm. Und ja. Dann hast du die Produkte damals zum Einkaufspreis direkt weiterverkauft. Genau, also ich habe mir so 5, 6 Menschen besucht, ehemalige Klassenkameraden, ehemalige Bekannten und habe mir 5, 6 Leute rausgesucht und habe gesagt, hier, ich habe einen Kollagenbooster, suchst du immer noch was für deine Haare? Du hast doch sonst immer eine Haarverlängerung drin. Ja. Oder suchst du immer noch was für deine Haut? Du hast doch schon viel ausprobiert. Und habe dann gesagt, hier, ich gebe dir das zum EK, aber verbindlich im Zusammenhang, dass du mir ein Vorher-Nachher-Bild gibst oder ein schriftliches Feedback. Und das haben die meisten gemacht. Die waren mir ja dankbar, dass sie es zum EK bekommen. Und es ist so, die haben danach gefragt, Isa, wo kann ich mir das nochmal nachbestellen? Isa, wie funktioniert das Business nochmal genau? Die sind ja neugierig darüber geworden. Am Anfang musst du erstmal in diesem Business geben, geben, geben und dann kannst du erst nehmen. Boah, mega, mega mächtig. Und was ich jetzt rausgenommen habe, ist, wenn Menschen bei dir Produkte bestellen, du setzt den Rahmen, indem dass du sagst, hey, wenn ich dir das Produkt so und so geben würde, um zu testen und um zu probieren, kriege ich dann ein Vorher-Nachher-Bild von dir. Und meine Freundin macht es ja genau gleich und sie postet hier und da wieder Vorher-Nachher-Bilder von ihren Kundinnen und Kunden und so kommen noch mehr Bestellungen rein. Das ist ziemlich crazy. Und bezüglich den Produkten selber, wie viele Kunden hast du jetzt aufgebaut, roundabout?
Oh, ich kann es dir nicht sagen. Also das müssen mehr als 5.000, 6.000 Kunden sein dabei. Also wirklich, das ist manchmal so viel, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gerade habe ich den Kofferraum wieder voll mit Produkten gehabt, als ich wieder am Wochenende bin schon mal in Berlin und die Leute kommen zu mir, hey, gib mir 8 Dosen Aran, gib mir 5 Dosen, 5 Pakete Reserve. Die kommen ja wirklich auch zu mir. Manche Offline-Kunden zähle ich ja nicht, ne? Also ich habe Offline und Online halt wirklich sehr, sehr stark. Und ich kann halt wirklich, zum Beispiel in Magdeburg. Magdeburg hat nicht viele Einwohner, ne? Aber es ist wirklich so, mein Team ist so stark mit Produkte samplen. Jeder, wir hatten letztens eine, wo die meinte, hey, die Isa hat mich auch schon angesprochen und die hat mich auch schon angesprochen. Ich denke, geil, wir sind in Magdeburg stark vertreten, ne? Ich glaube, wir haben über 200.000 Einwohner. Und das ist halt geil. Ihr müsst damit samplen. Die Leute müssen wissen, dass es diese Produkte gibt. Die Leute müssen wissen, dass es dieses Business gibt. Und mein Ziel ist es, dass wirklich jeder in Magdeburg und Berlin, natürlich auch global, aber das sind die Städte, die ich sozusagen in der Hand habe, dass die wirklich richtig krass wachsen, dass jeder weiß, wer ist bei Jeunesse und was machen die Produkte. Also das sind ja Tausende von Kunden. Das ist ja wahnsinnig. Wie betreust du die Kunden? Betreust du sie überhaupt oder wissen sie, wo man bestellen kann und sie bestellen immer wieder nach? Oder hast du da für dich ein System entwickelt? Wie betreust du da die Kunden? Also ganz oft höre ich immer, Isabel, wie hast du es so weit geschafft mit so viel Chaos? Ich vergesse ganz viele Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang hast du die noch alle im Überblick. Aber aktuell, es wollte seit 4 Tagen will eine Naara und Revier bestellen. Ich habe ihr gestern erst geschrieben, ich denke, scheiße, ich habe dich vergessen, es tut mir leid. Und habe gesagt, die Versandkosten gehen auf mich, weil ich sie halt vergessen habe. Und deswegen, sowas passiert bei mir auch mit. Irgendwann verlierst du so, außer du hast halt wirklich ein System. Ich mache das immer, ich gucke halt immer meine WhatsApp-Nachrichten durch und nehme mir halt wirklich am Tag mehrmals eine Minute Zeit, dass ich halt wirklich gucke, okay, wer hat als letztes geschrieben? Weil ich von Social Media nehme ich mir sofort die Handynummer. Also das heißt, ich gebe meine Handynummer. Ich habe noch nie jemanden gefragt, gib mir mal deine Handynummer. Weil die Leute, die sind dann skeptisch, ah, wer weiß, was will sie damit machen und so. Und ich gebe meine WhatsApp-Nummer raus, sage, hier, schreib mich gerne an mit Vornamen, Nachnamen, damit ich richtig abspeichern kann. Weil manche sind ja mit einem Spitznamen oder so bei Insta. Und sage, hier, schreib mir bitte, um was es geht. Ob es ums Business geht, um die Produkte geht. Und dann, genau, dann schreiben die mich an und dann bin ich mit denen in Kontakt. Und warum schreiben die mich? Warum habe ich so eine hohe Quote? Also von 10 schreiben 9 mir sofort. Und das sind meistens Frauen. Und warum ist es so hoch? Weil ich einen Beziehungsaufbau mache mit Insta-Stories. Das heißt, die Leute hören mich reden. Die meisten knallen immer nur Fotos rein. Und das bringt nichts. Also Fotos ist auch cool, klar, da kann man auch viel machen. Aber diese richtige emotionale Bindung hast du, indem du hörst, wie der Mensch ist und redet. Okay, Leute, wem hat das bis jetzt gefallen? Wer hat da richtig Mehrwert bekommen? Bitte einfach mal eine 1 in den Chat reinschreiben, weil das ist bombastisch. Ich habe jetzt gerade mega viel gelernt. Und Isa, du sagst nicht, also klar mit Bildern arbeiten, aber indem, dass du deine Story erzählst und auch wirklich sprichst in die Kamera, baust du ja automatisch die Beziehung auf zu deinen Zuhörern. Und sie kennen dich, sie wissen, wie du tickst, sie wissen, was du machst und sie wissen, was sie wollen dann. Richtig, und Okay? Vertrauen schaffst du damit, weil ich habe ganz viel am Anfang gehabt, Isa, es läuft irgendwie nicht so, wir posten das und das und so und es läuft. Und er sagt, du musst reden. Oder ich habe zum Beispiel auch welche dabei gehabt, die haben eine Story gemacht, hey, heute mein Tag, ich bin aufgestanden, ich hatte einen Smoothie und jetzt gehe ich zur Arbeit. Ja, wir hören uns später. Na, wer hört denn dazu? Du musst dich selber mit einer Energie rausgehen, so, ey, ich habe heute so krass geschlafen, es war so eine wie als ob ich hier eine Tablette genommen habe, eine Schlaftablette, die hat mich voll weggebämmt und ja, ich gehe jetzt erstmal mal eine Runde Sport und gehe dann zur Arbeit, ich bin mal gespannt, also du musst dann halt einfach mit einer Energie, du darfst nicht so langweilig vor die Kamera, es ist ja auch ein bisschen Entertainment und Content, es ist halt immer so ein Wechsel, also die Leute, die wollen nicht einschlafen, wenn sie dich anschauen, die Leute wollen entertained werden, du musst ja irgendwas rüberbringen, sodass der User, der dich verfolgt, dass der sagt, okay, das lohnt sich, dass ich mir deine Stories mit anschaue. Geil. Ich weiß, du hast nicht mehr viel Zeit. Wir sind schon 3 Minuten drüber. Dein Tipp, oder ich sage jetzt mal die letzte Frage: Wieso, und das ist jetzt allgemein Network Marketing und Kunden bezogen, wieso ist es wichtig, in unserem Business Kunden aufzubauen, Isa? Weil du an Kunden die Resultate zeigst und zeigst, dass das Business funktioniert. Viele können es nicht greifen, verstehen nicht, wie Network Marketing funktioniert. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, das war irgendwo, glaube ich, in Frankfurt gab es ein Event, da saß Taylor, Fabi und Daniel und meinten so zu mir, Isa, setz dich mal. Und ich dann so, oh Gott, weil ich bin auch sehr introvertiert und dachte mir, was wollen die jetzt von mir? Wie baust du so viele Kunden auf? Ich dann, was? Ihr wollt von mir wissen?
wie ich so viele Kunden aufbaue. Aber macht ihr das nicht? Nee, wir rekrutieren. Also da geht es halt um neue Partner. Und die haben gesagt, die sind halt wirklich sehr, sehr stark im Rekrutieren. Sieht man ja, ne? Nicht umsonst haben sie sich das ja aufgebaut. Und ich habe dann praktisch erzählt, wie ich das halt bei dir dann auch gesagt habe, hey, mit den Kunden hast du ein passives Einkommen. Guck mal, ein zufriedener Kunde bestellt ja immer, immer wieder. Guck mal, ein Partner, ich habe dadurch, dass ich 80% meiner Downline-Frauen habe, ist es so, die sind sehr, sehr emotional. Und zum Beispiel, wenn sich jemand vom Partner trennt oder da passiert was in der Familie, kann ja alles immer mit passieren. Aber manche lassen sich dann wirklich mitreißen und sagen dann, okay, ich mache jetzt gar nicht mehr im Business. Dann hast du kein Einkommen. Aber wenn du einen Kunden hast, einen zufriedenen Kunden, der die Produkte liebt, dann hast du weiterhin ein Einkommen mit, was jeden Monat automatisiert zu dir reinkommt. Und also für mich ist Kunden mit das Wichtigste, was du haben kannst, weil das eigentlich die Base mit ist. Ich war den Tag unterwegs und habe mich so geärgert, scheiße, ich war irgendwie noch nicht richtig am Handy, habe noch nicht richtig gearbeitet und habe gesehen, oh, da kam schon wieder Kundenbestellung mit rein. Und das ist halt wirklich echt geil, weil ich gesagt habe, oh, ich liebe dieses Business. Ich bin unterwegs und die Leute bestellen über meinen Link. Und wie geil ist denn unsere Homepage? Die meisten haben zum Beispiel ja gesagt, naja, aber der findet nicht gleich diesen Link von Naara zum Beispiel. Was mache ich? Ich gehe auf meine eigene Homepage, klicke selber auf Naara ein und kopiere oben diese Leiste. Und dann schicke ich den Kunden das und sage, hier kannst du einmal direkt mit bestellen. Und am Anfang habe ich den Fehler gesagt, eine Dose. Hallo, eine Dose, was ist denn das? Wenn du Monatskur machen möchtest, dann auf jeden Fall mindestens zwei und wenn sogar vier Dosen, je nachdem, wie weit unten der Kollagenhaushalt ist. Also ich verkaufe immer mehr. Ich sage nicht mehr nur eine Dose. Ne? Also ich verkaufe immer mehr und dann am besten noch, wenn du von außen was für Haare machen willst, dann nimmst du noch Revier mit dazu. Aber man sollte sich wirklich auf Kundenaufbau konzentrieren, weil die Leute sehen diese Veränderung. Ich habe viele Kunden, die mir andere Kunden mitbringen, weil die von ihren Freunden, Verwandten angesprochen werden. Hey Isa, hey Claudia, hey Josephine, was nehmt ihr da? Ja, das habe ich von der Isa. Ich habe zum Beispiel eine Versicherungsmaklerin in Magdeburg, die hat jetzt das im Envy-Make-up ausprobiert. Die wurde schon wieder von allen Ecken angesprochen. Sag mal, du siehst viel, viel frischer aus. Und sie hat zum Beispiel gestern sich nicht abgeschminkt, weil sie so faul war. Und ich ihr auch gesagt habe, schlaf mal damit. Sie war heute früh joggen und hat gesagt, Isa, es hat alles gehalten, außer mein Mascara. Und ich sagte, naja, Mascara hat schon das noch nicht, aber wer weiß, was da noch kommt. Ne? Und das ist so. Und sie dann so, hey Isa, ich muss dir deinen Link schon ein paar Mal rausschicken oder kann ich zu dir nach Hause kommen? Hast du genug Envy mit da? Weil sie hat gesagt, ich muss mir das jetzt schon vorbestellen, weil ich habe Angst, dass es wieder so krass ausverkauft ist. Wie geil ist das denn? Die sieht doch, dass es funktioniert und ich möchte sie auch gerne in meinem Team haben und werde sie auch auf jeden Fall bald auch aufs Business mit ansprechen. Nice. Isa, ich weiß, du musst los. Wir haben 6 Minuten überzogen. Vielen, vielen Dank für deinen Mehrwert. Ich sehe, es haben jetzt schon ein paar gefragt im Chat, wie ist dein Insta-Name? Kannst du bitte noch deinen Insta-Name in den Chat reinschreiben? Und ja. Viele haben auch gefragt, wird es aufgezeichnet? Ja, es wird aufgezeichnet und das Ganze kommt natürlich dann auch in die Gruppen und auf YouTube. Isa, ich habe schön mitgeschrieben. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Input und für den Value. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bald auf einem Live-Event. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dankeschön. Alright. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Cool. Danke. Bis bald. Tschüss. Guys, kleines Feedback, kleine Feedbackrunde. Wer hat das genial gefunden? Schreibt mal eine 2 in den Chat rein, okay? Ich sehe, vielen Dank. Powerfrau 22, 3, 222, keine Ahnung, was 3 heißen wir. Okay, Isa, wenn du noch drin bist und das siehst, der Chat explodiert gerade. Okay, es hört nicht mehr auf. 222, super, 2. Okay, ich sehe, der Chat explodiert. Alle schreiben 2. Okay, ja gut, das war jetzt vielleicht ein nicht so smarter Move von mir. Hä? Isa, vielleicht schreibst du nach all diesen 2 nochmal deinen Insta-Namen in den Chat rein, weil der Chat explodiert gerade. Hier sollten wir ihn haben. Okay, bitte den Instagram-Account nennen. Isa, wenn du noch drin bist, einfach mal kurz deinen Instagram-Account reinposten. Und ich gehe jetzt direkt weiter. Und bitte, Leute, nicht mehr kommentieren, damit die Isa den Instagram-Namen reinschreiben kann und damit ihr mal folgen könnt, damit ihr mal seht, wie sie das macht. Also was ich jetzt rausgenommen habe aus diesen 15 bis 20 Minuten ist,
Werde ein Produkt des Produktes, okay? Lerne die Produkte zu lieben, verstehe die Produkte und dokumentiere deinen Alltag. Dokumentiere, wie du die Produkte nutzt, dokumentiere Resultate. Ein guter Freund von uns, auch bei Unity Global, sagt immer, wir verkaufen keine Produkte, wir verkaufen Resultate. Also werde ein Produkt des Produktes und sei dir nicht zu schade, diese Produkte zu samplen, was ich jetzt mitgenommen habe, und wirklich auch Energie mitzubringen in den Insta-Stories, okay? Das heißt, über dich zu sprechen, was du gerne hast, deinen Alltag zu dokumentieren und auch über die Produkte zu sprechen, was die Vorteile sind, wie du die Produkte dokumentierst und dann konsumierst und das dokumentierst und dann die Produkte natürlich auch, also die Resultate dann auch postest. Crazy, also ich muss ehrlich sagen, ich war geflasht, ich wusste, dass die Isa viele Kunden hat, aber nicht tausende von Kunden, und das ist crazy. Da sieht man, was möglich ist. Jetzt im zweiten Teil, und wir werden maximum noch 10 Minuten haben, geht es mehr auch um den Geschäftsaufbau, okay? Wie man rekrutieren kann über Social Media, wie ich es geschafft habe, in den letzten 2 Jahren über 120 Personen zu rekrutieren, und das ist natürlich mit Arbeit verbunden, okay? Das ist nicht easy, das ist nicht simpel, und ich möchte da vor allem jetzt nicht voll ins Thema rein, weil für das müssten wir wirklich mal ein einzelnes Webinar machen. Was ich halt einfach viel sehe, und ich möchte so auf die Do's and Don'ts ansprechen zu kommen. Also ich will das einfach mal ansprechen, weil ich sehe viele euphorische Geschäftspartner, die neu starten und dann halt einfach ihr komplettes soziales Netzwerk auf Instagram wie auch auf Facebook verbrennen. Und das kann man den Menschen nicht übel nehmen, weil das weiß man ja nicht. Und ich will euch einfach mal mit auf den Weg geben, was sollte man unbedingt machen und was sollte man auf keinen Fall machen. Okay, was sollte man auf keinen Fall machen? Was ich manchmal sehe, und ich bin da völlig ehrlich zu euch, und ich wette, es sitzen Menschen hier in diesem Call, wir sind knapp 200 Personen in diesem Call heute, die das immer noch so machen. Und wenn ich so etwas sehe, es wird mir schlecht, Leute. Es wird mir wirklich schlecht, weil es unprofessionell ist und weil es vor allem nicht funktioniert. Wie gesagt, es sollte jetzt, was ich sage, kein persönlicher Angriff an dich sein, wenn du die Person bist, die das bis jetzt gemacht hat oder macht. Wenn du das immer noch machst, dann ist heute der letzte Tag, wo du so etwas machst. Und das sind einfache, simple, kleine Dinge. Und ich möchte euch auch den Hintergrund darüber verstehen zu geben, wieso das eben nicht funktioniert. Das Erste, was du auf keinen Fall tun solltest, egal ob auf Facebook oder auf Instagram, bitte mach kein Profilbild mit den Produkten. Egal, ob es ein Profilbild ist oder ein Titelbild ist mit den Produkten, wo man alle Namen von den Produkten sieht, wo man die Firma sieht, Jeunesse und so weiter und so fort. Bitte ab heute, wenn du das gemacht hast bis jetzt, mach das bitte nie wieder. Und ich sage dir auch wieso. Ich sehe zum Teil Networker, auch bei uns im Team, allgemein in der Organisation, überall im Network Marketing, die posten Produkte die ganze Zeit. Dann posten sie noch Links, wo man die Produkte kaufen kann, in der Hoffnung, dass das Menschen sehen und Produkte kaufen. Und ich sage euch jetzt, was die Realität ist. Wenn das jemand sieht auf deinem Profil und du ihn zum Beispiel oder sie angeschrieben hast und die Person geht auf dein Profil, und die sieht die ganze Zeit Produkte, Produkte, wie geil die sind, Produkte, Jeunesse, Best Business Ever, Jeunesse, Network Marketing, Reserve, Instantly Ageless, Zen und so weiter und so fort. Was denkt ihr, denkt die Person? Wenn sie auf euer Profil geht und ein Link, ein Produkt nach dem anderen sieht. Schreibt es mal in den Chat rein. Was denkt ihr, was die Person sich denkt, wo angeschrieben worden ist oder wo auf deiner Chronik, auf deiner Page ist und einfach nur alles vollgeballert ist mit Produkten? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich sehe sogar Betrüger. Oh no, denkt die Person wirkt nervig. Ich will nur verkaufen. Business reden, nicht immer über das Business reden. Die Person wird sich abwenden. Nein, es ist nötig. Da hat er es nötig zu verkaufen, verkaufen um jeden Preis. Ich kann es euch von mir erzählen. Wenn ich so eine Page sehe,
und ich sehe nur die ganze Zeit Produkte, auch wenn es die Person vielleicht nicht anders gekannt hat bis dahin. Es stellt mir ab, weil es zeigt mir, die Person will ja nur etwas verkaufen. Und ich sage euch jetzt etwas. Wenige können verkaufen, noch weniger wollen verkaufen und die wenigsten wollen sich etwas verkaufen lassen. Und wenn du auf Social Media ein Post nach dem anderen über die Firma, über die Produkte postest, dann wirst du niemals Kunden finden auf diese Art und Weise. Ihr habt es ja jetzt von Isa gehört. Wenn sie über Produkte spricht oder auch ein Bild postet von Produkten, der Name ist nie ersichtlich. Der Name ist nie ersichtlich. Und das hat auch folgende Gründe und das hat auch bestimmte Gründe. Wenn du jetzt zum Beispiel über Jeunesse auf Facebook postest, die ganze Zeit, außer du bist Triple Diamond Director und du heißt Daniel Fire, dann ist das eine andere Geschichte. Aber das funktioniert auch nur bei ihm, weil er schon einen riesigen Erfolg aufgebaut hat. Ich rede jetzt von allen, die über Social Media anfangen wollen, Kunden aufzubauen und Partner aufzubauen. Wenn die jetzt etwas sehen über Jeunesse oder über die Produkte und die googeln das und die sehen einen negativen Artikel über die Company, dann müsst ihr euch nicht mehr wundern, dass die Person euch nicht mehr zurückschreibt. Einfach klar, man sieht etwas Negatives. Und klar wissen wir alle, ich meine, ihr kennt ja alle den Spruch von Kass, das Internet ist wie ein Kühlschrank, jeder hat Eier zu Hause. Klar kann jeder von zu Hause aus irgendetwas Negatives reinposten. Und klar wissen wir, dass das ein riesiger Milliardenkonzern ist, dass alles funktioniert, dass die Firma keine Schulden hat und so weiter und so fort. Aber das weiß doch der Interessent nicht. Oder das weiß doch die Person nicht, wo auf deine Page gegangen ist und diese Firma gegoogelt hat. Denk daran, euer Profil ist eure Visitenkarte. Euer Profil ist eure Visitenkarte. Mega wichtiger Punkt. Und was noch schlimmer ist, wenn es passiert, jetzt nehmen wir an, jetzt postest du Produkte. Jetzt googelt die Person irgendwelche Produkte, findet einen anderen Link, findet ein Produkt, wo ihr gefallen würde und sie bestellt über jemand anderen. Das ist das nächstschlimmere, was passieren kann. Ist zwar ziemlich rar, weil die Menschen sehen sowieso, okay, der will mir oder sie will mir nur etwas verkaufen. Leute, ein Spruch, wo jetzt jeder aufschreiben sollte, ist Facts tell, stories sell. Facts tell, stories sell. Fakten erzählen, Geschichten verkaufen. Wir verkaufen keine Produkte, meine Damen und Herren, wir verkaufen Resultate. Wenn du über ein Produkt etwas posten willst, dann poste nicht, was für Inhaltsstoffe drin sind, dann poste nicht, wie grandios das Produkt ist. Poste ein Testimonial, poste eine Erfahrung, poste deine eigene Erfahrung. Werde zuerst selber dein bester Kunde. Werde zuerst selber das Produkt vom Produkt. Und zeige das nach außen. Dokumentiere das. Egal, ob es Instantly Ageless ist, Nara ist, ob das Lumines ist, ob es Zen ist, völlig egal. Dokumentiere den Prozess, ohne zu verraten, um was für ein Produkt es geht. Weil die Magie in dieser Story ist es, Neugier zu wecken bei den Zuschauern, dass sie sehen, okay, irgendetwas passiert da. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast mit Zen 10 Kilo verloren. Dein Lifestyle ist besser, du fühlst dich gesünder, du bist fitter, du bist mehr unterwegs, du hast mehr Energie. Dann kannst du entweder Zen posten, hey, geiles Produkt, das und das und das und das hier kaufen, no-go, wird nicht funktionieren. Oder du kannst zum Beispiel von dir, und es braucht manchmal Mut, ein Vorher-Nachher-Bild posten, was du gemacht hast, wie du dich jetzt fühlst und dass es einfach Weltklasse ist und dass du dankbar bist, solch ein Produkt gefunden zu haben. Ohne über das Produkt zu sprechen. Glaub mir eins, über Social Media beobachten dich Menschen, wo du gar nicht denkst. Wo du gar nicht denkst, dass sie dir folgen. Wo du gar nicht denkst, dass sie dich beobachten. Und es beobachten uns vor allem in dieser Branche, glaub mir eins, viel, viel mehr Menschen, als wir kennen. Und darum ist es wichtig, da ein sauberes Profil zu haben und auch da nicht immer nur über Produkte zu posten. Auch wenn es
Testimonials sind, auch wenn es gute Bilder sind, auch da eine gesunde Mission. Look, schaut mal, die Menschen interessiert es. Lifestyle, Geld, das sind eigentlich, und Familie. Das sind die drei Dinge, die die meisten Menschen interessiert über Social Media. Lifestyle, Geld und Familie. Das heißt, poste nicht immer nur vom Business, poste nicht immer nur über Produkte, poste nicht nur die ganze Zeit Familie, finde eine gesunde Mischung. Und ich habe damals, als ich angefangen habe, über Social Media Menschen anzuschreiben, bitte postet auch keine Dinge wie, hey, ich suche nur noch 5 Personen für mein Team. Jeder kennt diesen behinderten Spruch. Bitte sei kein Social Media Idiot. Schreib dir das jetzt auf. Sei kein Social Media Idiot. Weil diese Idioten gibt es überall und diese Idioten werden es niemals lernen. Und auch wenn du einen Idioten motivierst, ist das Endresultat ein motivierter Idiot. Ein Idiot verändert sich nicht. Also sei bitte kein Social Media Idiot. Das heißt, gebe Mehrwert den Menschen. Gebe Value den Menschen. Es geht darum, Content zu geben, Mehrwert zu geben über Social Media, dass Menschen auf dich aufmerksam werden, dass Menschen neugierig werden und dass sogar in der perfekten Welt Menschen dich anschreiben und du nicht Menschen anschreiben musst. Und eins müsst ihr euch bewusst sein. Die ISA hat 5.000, 6.000, 7.000 Kunden aufgebaut. Ich habe Partner rekrutiert, über 120 über Social Media. Das wird nicht von heute auf morgen kommen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Es braucht Zeit. Auch das ist ein Prozess. Ich habe tagelang, jeden Tag zwischen 30 und 50 Personen angeschrieben. Zwischen 30 und 50 Personen angeschrieben. Menschen machen, und das über 2-3 Jahre lang. Ich mache das auch heute noch nicht mehr so viel, nicht mehr jeden Tag 50 Personen, weil ich mittlerweile Lives mache, auf Instagram sehr, sehr aktiv werde und Menschen langsam anfangen, auch mich anzuschreiben, weil ich Mehrwert gebe, weil ich Mehrwert biete, okay? In unterschiedlichster Form, sei es um Fitness, sei es um Mindset, sei es um Hardset, Skillset, in der Branche, völlig egal. Aber damit du an solch einen Punkt kommst, musst du zuerst raus und zeigen, wer du bist. Du musst dich zuerst platzieren und positionieren, egal wo es ist. Und wenn du Menschen anschreibst, bitte mach keine Copy-Paste-Nachrichten. Mach keine Copy-Paste-Nachrichten, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Schau mal, Menschen haben heutzutage einen Bullshit-Filter. Und dieser Bullshit-Filter sieht folgendermaßen aus. Und schaut, ich muss da ein bisschen herholen. Im Network-Marketing, diese Branche polarisiert allgemein extrem. Das wissen wir alle. Es gibt Menschen, die lieben es. Und es gibt Menschen, die haten extrem über diese Branche. Müssen wir ja nicht diskutieren und auch nicht debattieren. Es ist Fakt. Und im Moment gibt es mehr Menschen, die hassen dieses Business, als lieben dieses Business. Wieso? Ist es wegen Network-Marketing? Oder ist es wegen der Menschen in Network Marketing? Natürlich ist es nicht wegen den Firmen. Es ist wegen den Menschen, wo irgendetwas probieren, wo irgendwelche falsche Versprechungen geben, wo dann natürlich nicht funktionieren, wo dann Network Marketing diesen Ruf hat, wo er jetzt hat. Und darum finde ich es genial, und ich weiß, ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab, dass Unity Global extrem nach GoPro arbeiten. Und ich sage euch eins, auch wenn wir jetzt schon nicht mehr zu ignorieren werden, irgendwann, das ist meine Überzeugung, wird es nur noch Unity Global geben. Das ist so meine geheime Vision. Weil wir professionell arbeiten, weil wir es richtig tun, weil der Mensch im Vordergrund steht und so weiter und so fort. Ihr kennt ja alle Gründe von Unity Global. Aber das ist wichtig, auch da richtig zu arbeiten. Das heißt, wenn du Menschen anschreibst, egal ob du über Freunde von Freunden gehst, egal ob du über Instagram, über die Followers von deinen Followers gehst, egal ob du über Hashtags suchst, völlig egal, schau dir das Profil an, wenn du nach außen gehen möchtest, wenn du Menschen anschreiben möchtest. Schau dir die Profile an, gebe ein paar Likes, verteile Herzchen, weil sind wir ehrlich, wir sind doch like-geil. Wir sind doch hier alle auf Social Media Likes geil.
Oder nicht? Es fühlt sich doch gut an, wenn du Likes kriegst. Es fühlt sich doch gut an, wenn du da auf Social Media siehst, okay, so und sowieso hat dein Profilbild geliked oder dein Titelbild geliked oder dein Post geliked oder dein Post geshared, keine Ahnung. Und du kennst diese Person nicht einmal. Es ist so, ah, er hat mein Profil geliked, mein Bild geliked. Geil. Wir alle sind like geil. Wir alle wollen Aufmerksamkeit. Das ist einfach mal Fakt. Und wenn du jetzt einfach mal ein paar Bilder likest, und einen netten Kommentar hinterlässt. Es kann ja auch ein Kommentar im Post sein. Oder du kannst eine persönliche Message schreiben. Hey, ich habe gerade dein Profil gesehen und vor allem dieses Bild hat mir extrem gefallen. Ich sehe, du machst Fußball. Wie lange spielst du schon Fußball? Ehrlich interessiert sein und nicht probieren, interessant zu wirken. Ehrlich interessiert sein und nicht probieren, interessant zu wirken. Und dann auch da eine Beziehung aufzubauen. Mich fragen zum Beispiel Partner, ja, was soll ich fragen? Was soll ich fragen? Und ich frage mich dann so, hast du noch nie mit einem Menschen gesprochen? Warst du noch nie draußen und hast eine Konversation geführt? Wir wollen ja herausfinden, was die Menschen interessiert, was die Menschen bewegt und wie wir ihnen helfen können, egal ob es gesundheitlich ist mit unseren Produkten oder businessbezogen mit unserer Geschäftsmöglichkeit. Wenn ich einen Menschen anschreibe auf Instagram und es entsteht eine Beziehung und ich sehe, dass diese Person sich unwohl fühlt im Körper und vielleicht gerne ein paar Kilos verlieren möchte, dann schreibe ich die Person doch nicht auf das Business an, sondern ich biete ihr oder ihm die Möglichkeit, durch die Erfahrungen von unserem Produkt einfach mal sich ein paar unverbindliche Informationen anzusehen, ob es etwas für ihn ist oder nicht, das wissen wir dann auch nicht. Und das sage ich den Personen ja auch. Aber was viele machen da draußen ist, sie haben ihre ideale Vorstellung von Network Marketing, sie wollen Business, 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 sie lernen Menschen kennen und gehen die ganze Zeit nur mit dem Business oder gehen die ganze Zeit nur mit den Produkten. Wo zum Beispiel ein Top-Unternehmer, wenn er Network Marketing verstehen würde und es ihm richtig erklärt werden würde, er vielleicht dein größter Leader wird, aber du ihn so extrem nervst mit den Produkten, egal ob über Social Media oder privat, dann denkt er sich, oh nein, ich bin kein Produkteverkäufer, ich will das nicht. Hätte aber ein riesiges Netzwerk, wo dein Business zum Explodieren bringt. Du musst die Sprache von deinem Gegenüber sprechen. Schreib dir das bitte auf. Deine Sprache ist völlig egal. Er muss dich verstehen und du musst ihn verstehen. Du musst die Sprache von deinem Gegenüber sprechen und so kannst du eine Beziehung aufbauen, so kannst du herausfinden, was die Person will, egal ob auf Social Media oder in echt, spielt das keine Rolle. Und dann kannst du maßgeschneidert aus unserem Business ihm das geben oder ihr das geben, was die Person braucht. Okay? Ist mega wichtig. Mega wichtig. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach da in den Chat reinschreiben. Martin Löwe, I love you too. Danke vielmal. Ich habe eine Freundin, einfach, dass du es weißt. Nein, zurück, um aufs Thema aufzukommen. Also es ist ein ernstes Thema, wo ich finde, extrem viele falsch machen, ohne es zu wissen, dass sie es falsch machen. Darum setzen wir uns ja auch ein, hier bei Unity Global immer wieder diese Run-Calls zu machen, immer wieder diese GoPro-Calls zu machen, immer wieder diese Starter-Trainings zu machen von Cars, damit ihr von unseren Fehlern lernen könnt, damit ihr von unseren Erfahrungen lernen könnt und schneller zu eurem Ziel kommen könnt. Und bitte seid nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt Menschen anschreibt, dass sie nicht zurückschreiben oder nicht sofort zurückschreiben. Und da ist auch wichtig, wenn du dir eine Reputation aufbauen willst auf Social Media, dokumentiere dein Leben. Dokumentiere einfach dein Leben. Wenn du an einem Business-Event bist, dann mach ein Foto, hey, mega geile Menschen kennengelernt, danke vielmals für den heutigen Tag. Wenn du an einem Webinar dabei bist, mach eine Story über das Webinar und schreib irgendwas rein. Wenn du gerade beim Fitnessstudio bist, mach einen Post, mach ein Bild, mach eine Story, dokumentiere dein Leben. Menschen beginnen nicht wegen dem Produkt oder wegen dem Business, mit dem Business. Menschen beginnen wegen dir und weil sie dir vertrauen, weil sie sehen, dass du es ernst meinst. Menschen müssen nicht daran glauben, dass es funktioniert. Menschen müssen aber sehen, dass du daran glaubst. Dass du real bist in dieser ganzen Geschichte, dass du es ernst meinst. Und dann findest du langsam, aber stetig und Schritt für Schritt auch die Menschen, die du brauchst für dein Business, egal ob es ein Kunde ist oder egal ob es ein Partner ist. Du kannst zum Beispiel auch ein Facebook Live machen. Mach dir selber eine Challenge. Wenn du Angst hast, rauszugehen in die Welt,
dann musst du genau das tun, wovor du Angst hast, weil nur so entwickelst du dich natürlich weiter. Wenn du noch nie ein Live gemacht hast, dann überleg dir einfach mal allgemein auf Social Media, was machst du gerne und was kannst du gut? Diese zwei Komponenten, was hast du gerne und was kannst du gut? Wenn du gut schminken kannst, dann gib doch über Instagram einfach Schminktipps. Ist doch völlig egal, weil dann wirst du dir Followers aufbauen, die genau die gleichen Interesse haben wie du. Wenn du Kampfsport liebst, dann poste doch da und dort mal etwas über Kampfsport, weil dann wirst du genau diese Menschen anziehen, die du möchtest und die gleiche Interessen haben wie du. Das, was du gut kannst und das, was du gerne hast, geh mit dem in die Welt raus. Egal, ob es Malen ist, egal, ob es Kampfsport ist oder Fußball ist oder egal, ob es Programmieren ist von irgendwelchen Webseiten, spielt doch überhaupt keine Rolle. Du wirst die Menschen anziehen, so wie du dich nach außen gibst. Und darum ist es wichtig, da auch real zu sein und authentisch zu sein und sich nicht zu verstellen. Ein Input habe ich noch, weil da haben mich auch sehr viele gefragt. Da schreiben mir mittlerweile täglich Menschen von Unity Global, wie schreibst du das, wie machst du das, wie gehst du da mit Personen um? Die Fragen, die ich eigentlich immer stelle, einfach damit ihr vielleicht mal ein Schema habt, okay? Das sind nicht immer die gleichen Fragen, es variiert mal, aber das Wichtigste ist natürlich, dass man nicht mega viel Zeit in eine Konversation investiert, weil ich habe zum Teil 2-3 Monate mit den Menschen geschrieben und ich wusste nicht, wie ich sie jetzt ans Telefon bringen kann und fragen kann, ob sie offen ist für Infos. Also ich schreibe eigentlich, wenn ich ein Profil sehe, gehe ich immer auf das, was ich sehe, die Menschen gerne haben und bin wirklich interessiert daran. Und irgendwann frage ich, hey, was machst du beruflich? Wie lange machst du das schon? Bist du glücklich in deinem Beruf? Hast du private Ziele? Hast du berufliche Ziele? Hast du irgendetwas, was du gerne erreichen möchtest? Und da finde ich heraus, was die Menschen möchten und wo sie hin möchten. Ob sie zufrieden sind, ob sie unzufrieden sind. Ich frage auch, von wo kommst du? Bist du aus Zürich Umgebung? Einfach, ob ich weiß und dass ich weiß, sie sind aus der Umgebung. Und auch wenn nicht, spielt das überhaupt keine Rolle. Und am besten da auch kleiner Geheimtipp. Macht Sprachnachrichten. Ist viel menschlicher, ist viel authentischer. Kommuniziert per Sprachnachricht, auch wenn es vielleicht komisch ist für dich. Und den Satz, den wir hier von unserem Team, vor allem auch viele machen, wenn es darum geht, den Menschen vom nicht echten Leben, Social Media, ins echte Leben zu bringen, ist folgender Satz. Und ihr könnt den anpassen, ihr müsst nicht genau die gleichen Worte nutzen, wie ich die nutze. Wenn ich das Gefühl habe, hey, ich weiß, was die Person will und ich weiß, dass ich dieser Person helfen kann, kommt von mir folgende Voice-Nachricht. Und ich sage es 1:1 eigentlich immer gleich, angepasst natürlich schon auf die Person. Wenn jetzt zum Beispiel die Anna, wir haben geschrieben und ich weiß, die Anna möchte eigentlich gern sich persönlich weiterentwickeln oder sie ist unzufrieden mit ihrem Beruf, dann bekommt sie von mir eine Voice. Und ich sage der Anna, hey Anna, schau mal, ich will dich einfach direkt gerade kontaktieren mit dieser Voice-Nachricht. Und vielleicht bin ich sogar crazy, Anna, dich das genau zu fragen, weil wir uns ja eigentlich gar nicht wirklich kennen. Der Punkt ist der, du weißt ja, ich arbeite hauptberuflich in diesem und diesem Job und baue mir nebenberuflich ein Business auf, wo mir extrem geholfen hat in dieser Situation, wo du dich gerade befindest. Und schau mal, Anna, ich bin persönlich auf der Suche nach Menschen, die suchen. Menschen, die inspiriert sind. Menschen, die hungrig sind. Menschen, die Lust haben, etwas zu ändern. Und vielleicht kann dieses Business, Nebenbusiness, dieses Nebenprojekt eine spannende Sache sein für dich. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Meine Frage ist da eigentlich nur, Anna, bist du überhaupt grundsätzlich offen, sich da mal völlig locker und easy am Telefon 2-3 Minuten auszutauschen? That's it. Und dann auch da, wenn die Person sagt, ja, ich bin offen für Infos, sende deine Nummer heraus. Also ich frage nie nach der Nummer von Anfang an. Ich sende meine Nummer raus. Hey, übrigens, das ist meine Nummer. Und dann frage ich nach der Nummer von der Person und dann zu 90% bekomme ich dann auch immer die Nummer. Oder man kann ja mittlerweile auch über WhatsApp Messenger telefonieren und über Instagram telefonieren. Und auch da nicht direkt anrufen, sondern dann, wenn du die Nummer hast, zuerst einen Termin vereinbaren, wenn du telefonieren kannst. Und was machst du beim Telefon? Du machst die Einladung nach GoPro und that's it. Und dann arbeitest du von Termin zu Termin. Du baust die Beziehung immer mehr auf, von Termin zu Termin. Wenn ich dir ein Video senden würde am Telefon, würdest du es dir ansehen. Bis wann kannst du es dir sicher ansehen? Und eine Frage, die ich auch immer stelle am Anfang, und die ist mega, weil wir wollen ja, dass unser Gegenüber sich qualifiziert. Die Frage, die ich immer stelle am Telefon, schau mal,
Ich weiß ja, dass du nicht so happy bist oder dass du gewisse Ziele hast. Erzähl mir mal bitte ganz kurz, Anna, wieso bist du überhaupt offen, dir Infos anzusehen über dieses Business? Und dann bin ich ruhig und ich lasse die Menschen sprechen. Ich lasse sie sprechen, weil dann weiß ich, was die Person wirklich will. Und dann kann ich der Person auch helfen, das zu bieten und das zu geben, was die Person wirklich will. Und dann Dreier-Calls, Videos raussenden, wie wir es kennen von Eric Worre GoPro. Und schlussendlich ist es eine Fleißarbeit, dass ihr seht, ich bin nicht besonders schlau, ich bin nicht der Schönste, ich bin nicht der Beste, ich habe keine besonderen Talente. Alles, was ich mache, ist tagtäglich konsequent das Business arbeiten, tagtäglich konsequent den Plan zu zeigen, tagtäglich konsequent über die Produkte zu sprechen und einfach Menschen darüber zu informieren, was wir machen und ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen. That's it. Egal, ob jemand Ja sagt, egal, ob jemand Nein sagt, we just show the plan and we show the products. Das war mein Schlusswort. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mal eine 3 in den Chat rein. Und wenn ihr da Mehrwert bekommen habt, okay. Nice, schön zu sehen. Okay, wir sind mittlerweile immer noch knapp 200 Personen live, obwohl wir diese 45 Minuten extrem überzogen haben. Und ich werde das dann auch in die Gruppen teilen. Bitte teilt das mit den Teams. Bitte teilt das mit allen Menschen, wo ihr das Gefühl habt, hey, die können davon profitieren und besser werden, weil auf Social Media geht es nicht darum, Produkte zu verkaufen, sondern Beziehungen aufzubauen mit den Menschen und die Menschen da abzuholen, wo sie wirklich abgeholt werden wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen ganz, ganz schönen Tag. Gebt Gas, wir sind immer noch im Run. Wir haben immer noch die Diamond Promotion, wo wir da zusätzlich alle nochmal miteinander zusätzliche Kohle verdienen können. Und für alle, die in der Platinum-Gruppe sind, wir sehen uns heute Abend im Mastermind-Call. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao zusammen.